Transcendental Diary, as travels by His Divine Grace. Sri Bhaktivedanta Swami Sanskrit, by October 1976 to November 1976, by Hari Saridas. So Srila Prabhupada is still in Vrindavan. He said that since his return to America, after 5 years' absence, he has noted a huge increase in the number of books and philosophies available to the public, who unfortunately cannot discriminate what is truth or not. And thus, he appreciates Srila Prabhupada's vigorous attacks on modern scientists and pseudo-religiousness. He lamented that although he would like to preach to make Prabhupada's glories known, especially to the intelligent class of men, at present he is unable due to his personal weakness. I fear that it is possible indeed to make the offensive in challenging the shaky foundation of this decadent culture, as you yourself have done all along. Now it is but words escaping from behind illusions presently covering me. But I know that if I can somehow regain my strength, that I can do. No. That it can be done. I would like to assist your divine grace in this way, in this lifetime, but please forgive me for my many offenses and for my weak-hearted condition. He went on to say that he would like to preach in various educational institutions around America in a manner similar to what Satsvarup Damodar Prabhu is doing. He also spoke of someday compiling a book with quotes from your books and throughout the Vaishnava literatures, giving full information about the term guru. People are so much confused about how to find a spiritual teacher, and it would surely help them if they had a condensed form or small book that they could refer to, which would surely help them from being cheated, and which would gradually lead them to the correct implication and observations that your divine grace is the emblem and standard of the genuine guru, and they will surrender to you. Pushta Krishna expressed some confidence that eventually he would be able to fulfill these goals and conveyed his interest in assisting with the development of the Bhaktivedanta Institute. He has taken up the study of Hindi and Sanskrit grammar and feels he could be proficient in Hindi. He ended his letter with a sincere statement of his attachment to Srila Prabhupada. I trust and pray that your divine grace will keep me
in some corner of your lotus feet. Otherwise, bless me with immediate death and rid me of this great burden which I am carrying. There's no one else in this world who would admire, respect, or love more than you, Srila Prabhupada. There's no one else in this world who I could admire, respect, and love more than you, Srila Prabhupada. Kindly sanctify my mind with your mercy and rid me of the false pride with which I am constantly struggling. Eternally indebted to you for your love and kindness, your unworthy servant, Pusta Krishna Swami. He still signed Swami. Anyway, so Pusta Krishna actually was a very special person, like I mentioned the other day. He was a servant of Srila Prabhupada for quite some time. And then he experienced some weakness and he left his post. And also left his ashram. But as you can see from his letter, he was very, very repentant, and he didn't write a letter of excuses to Srila Prabhupada why he had to take his decision, but actually was very honest and expressed his regret that he had left Srila Prabhupada's service. He was actually very intelligent. He is, I guess. I don't know what he's doing now. But, he's a chirurg. He's a surgeon, chirurg. Ah, chirurg. Yeah, he was intelligent. To become a medic, a doctor, requires some intelligence, some good brain substance. Yeah, actually, Prabhupada attracted a lot of intelligent persons. And he used to say it also, that his devotees were very intelligent persons. Intelligent devotees. Any questions regarding this? Or comments? Realizations? I have a question. Bhaktisiddhanta Sarasvati also attracted, as Prabhupada said, one of the most intelligent people in India at that time. Mm-hmm. And Prabhupada also attracted some very intelligent people. So what is there a formula how to attract intelligent people? How to what? How to attract intelligent people. Well, we spoke a lot of it about it yesterday. How important the book distribution is to reach intelligent persons. Normally intelligent persons also read books. Whereas also not so much blessed with a good brain. They tend to not read. But even for those, there's a possibility. Like in my case, a typical example. Yeah, anyway, so yeah, the preaching of Bhaktisiddhanta Saraswati was very, very, very high caliber. I guess that he spoke English in a very sophisticated way. At that time it was known as Victorian English. You know, only highly educated people would speak like that. And because he was speaking like this, his English like that, the British were very impressed. Ah, this Indian. Third worldler, uncivilized country, you know, was speaking like that. So he had this in mind, preaching to them. Impress him, even though he was also, you can read it in the biography of Bhaktisiddhanta, he had a very high opinion about the British. High opinion? He was very impressed. And Prabhupada also. Prabhupada was very impressed by their management, how they managed, while they were the controllers in India. At that time, India was a British colony.
and how good managers and things were in Iceland. There's even statements of Srila Prabhupada said, well, it would have been good if the British would have remained. Even though he also became part of the Gandhi movement. Anyway. Srila Prabhupada ki jai. So, Deutsch oder Englisch? Deutsch. 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 There's a lot of bookmarks here. It's Adil 1697. Adil 17? 16. 16. 97. 97. Was tut da? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Advaita Chandra Gaura Bhaktavinoda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinoda Jaya Jaya Shri Jaya Jaya Veda Chandra Jaya Gora Bhakta Vinda Jaya Veda Chandra Jaya Gora Bhakta Vinda. So which verse was it? 97. Vastuta Saraswati. So we're reading Avgirdesna Astim Chaitanya Charitamrita Adi Lila. No, Adi bedeutet Anfang. Madhya bedeutet die Mitte. Antya bedeutet das Ende. So, wir lesen aus dem Adi Lila Kapitel 16. Und das Kapitel trägt den Titel Die Kindheits- und Jugendspiele des Herrn. Ajitandrenivedivakarijapadhyana. Was tut das Saraswati? Was tut das Saraswati Ashuddha Shloka Karaira? Was tut das Saraswati Ashuddha Shloka Karaira? Vichara Samayana Bhudhya Charira. Vichara Samayana Bhudhya Charira. Was tut das Saraswati Ashuddha Shloka Shloka Karaira. Vastuta Sarasvati Ashuddha Shloka Karaira. Vichara Samaya Tandra Bhuya Charira. Vichara Samaya Tandra Bhuya Charira. Vastuta Sarasvati Ashuddha Shloka Karaira. Vastuta Sarasvati Ashuddha Shloka Karaira. Vichara Samaya Tandra Bhudi Achadil Achadila. Vichara Samaya Tandra Bhudi Achadila. Vastuta Sarasvati Ashuddha Shloka Karaira. Vastuta Sarasvati Ashuddha Shloka Karaira. Vichara Samaya Tandra Bhudi Achadila. Vichara Samaya Tandra Bhudi Achadila. Vasudha Sarasvati Ashuddha
Shloka Karayla. Vastuta Sarasvati Ashuda Shloka Karela. Vichara Samaya Tandra Buddhi Achadila. Vichara Samaya Tandra Buddhi Achadila. Vastuta Sarasvati Ashuda Shloka Karela. Vastuta Sarasvati Ashuda Shloka Karela. Vichara Samaya Tantra Buddhi Ashadiya. Vastuta Sarasvati Ashuda Shloka Karela. Vichara Samaya Tantra Buddhi Ashadiya. In der Tat. Sarasvati. Mutter Sarasvati. Ashuda. Ashuda. Unreinen. Shloka. Shloka. Vers. Karaila. Karaila. Veranlasste ihn zu verlassen. Vichara Samaya. Zur Zeit der Überprüfung. Tandra. Seine. Buddhi. Intelligenz. Achadila. Bedeckt. Übersetzung. Sarasvati hatte in der Tat den Meister dazu veranlasst, seinen Vers in unreiner Weise zu verfassen. Als dieser Vers dann später erörtert wurde, verhüllte sie die Intelligenz des Dichters. Und so war die Intelligenz des Herrn siegreich. So, das ist ich weiß nicht genau, auf wen ich der Dichter bezieht. Keshava Kashmir. Ah, ja, klar, das ist ein Kindheits-Jugendspiel. Sarasvati, ne? Sarasvati ist die Göttin der Gelehrsamkeit. Oder? Wie sagt man Deutsch? Gelehrsamkeit. Ne? Es wird denjenigen empfohlen, die Fortschritt machen wollen, im Wissen und in der philosophischen Erziehung, dass die Sarasvati verehren. Ne? Da gibt es so viele verschiedene Halbgötter. Ne? Die Shastras sagen, mehr als 30 Millionen Halbgötter im Universum, die verantwortlich sind für verschiedene Funktionen. So, und dieser Dichter, oder Keshava Kashmiri, der verehrte Sarasvati, es war kein Geweihter des Herrn, sondern es war ein sehr stolzer Gelehrter, der umherzog und diskutierte mit den Gelehrten und dafür bekannt war, dass er so viele Gelehrte, wie sagt man, geschlagen hatte in Argumenten. Das ist ein interessanter Punkt, das gibt es heute nicht mehr, oder? Dass die Gelehrte durchs Land zogen und ihre Gegner suchten und dann gab es öffentliche Versammlungen. Die Menschen kamen, waren begierig zu hören, und das, wie sagt man, den Wettkampf zu beobachten, wie die sich gegenseitig widerlegten. Aber in diesem Fall sehen wir, dass Keshava Kashmiri Chaitanya Mahaprabhu getroffen hat. Er hat ihn besucht, er war extra gekommen nach Navadvipa, weil er hatte von Nimai Pandit gehört, dass er so gelehrt war. Und nicht nur das, sondern zu der Zeit war auch Chaitanya Mahaprabhu, oder Nimai Pandit, hieß er zu der Zeit, er war gefürchtet. Ne? Das heißt, die Gelehrten in Navadvipa machen großen Bogen um ihn und mich, um mich geschlagen zu werden. Und so wie ich mich erinnern kann, als Keshava Kashmiri kam, da waren die auch alle geflohen aus Navadvipa.
Ne, war das nicht? Die waren alle geflohen, um ihn nicht zu konfrontieren zu müssen, um sich diese Blamage zu ersparen. Und so kam an das Ufer der Ganga, in Deutsch sagt man normalerweise der Ganges, und in der vedischen Tradition ist das weiblich, die Ganga. Es gibt in verschiedenen Sprachen gibt es auch diese wie sagt man, Widersprüche. Zum Beispiel im Spanisch ist die Sonne, ist El Sol, ist der Sonne. Ne? Und der Mond ist die Mond, La Luna. Anyways, nebenbei. Jedenfalls Keshava Kashmiri, der traf dann auf Chaitanya Mahaprabhu. Beziehungsweise Nimai Pandit, das war noch ein Kind. Ne? Das sind Kindheitsspiele, Chaitanya Mahaprabhu. Ja, und Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, der forderte sofort den großen Gelehrten heraus. Und er entdeckte in seinen, wie viel war das noch? 64 Verse oder so? Wie viel waren das Verse, die er komponierte? Kann mich nicht an die Zahl erinnern. Eine unbegreifliche Zahl von Versen komponierte, die einfach aus dem Stegreif der Gelehrte. Und dann fragte die mal, ja, irgendwelche Fragen dazu, ne? Weil er ist mein Kind. Und dann erwähnte Chaitanya Mahaprabhu plötzlich einen Fehler in der Komposition. Und als er den Fehler erklärte, war erstaunt, dass dieses Kind diesen Fehler gefunden hatte. Und er war beschämt. Und so in dieser Weise zog er von Ort. Wie sagt man? Verließ er den Ort. Völlig beschämt. Und als er sich abends zur Rast legte, träumte er von erschienen Saraswati im Traum. Ja, und die erklärte ihm, wer Nimai Pandit wirklich war. Dass es nämlich kein gewöhnliches Kind war. Und dass er nicht so beschämt sein sollte, dass er von dem Kind geschlagen worden war. Und sie offenbart ihm die Identität, Nimai Pandits. Und riet ihn, sich ihm nochmal zu nähern. Und so näherte sich Nimai Pandit nochmal Nimai Pandit. Aber das sehr demütigend hatte. Und nicht nur das, sondern das heißt, dass er ihn an einem abgelegenen Ort traf. Weil als Nimai Pandit diesen Fehler entdeckt hatte in der Komposition von Keshava Kashmiri, da hatten die ganzen Schüler, die war begleitet von seinen Schülern, Nimai Pandit. Und die hatten alle gedacht über den großen Philosophen, über seinen Fehler, hat sich lustig gemacht über ihn. Und um ihnen das zu ersparen, traf Nimai Pandit dann Keshava Kashmiri in abgelegenen Ort. Ne, dass das nicht so schwer fällt. So viel dazu. Ich weiß nicht, was. So, dann lesen wir den nächsten Vers, weil es sind überall jetzt keine Erläuterungen dazu, zu den nächsten Versen. Bis wir zum Vers 102 kommen, das ist eine kurze Erläuterung. Tavishishya gana sabahasite mi lagira tasabani sehi prabhu kavire kahira. Als der Meister Dichter so geschlagen war, begannen alle Schüler des Herrn, die in der Nähe saßen, laut zu lachen. Sie Chaitanya Mahaprabhu bat sie jedoch, dies nicht zu tun, und dann wandte er sich mit folgenden Worten an den Dichter. Tumi Bada Pandita Mahakavi Chiromani Yandra Mukha Bahiraya Aishika Vyavani. Du bist der größte Gelehrte und der beste aller großen Dichter. Denn wie sonst konnte solch erlesene Poesie aus deinem Mund kommen?
Tomarakavitva jena ganga jaladara Tomasamakavikota nahideki ara. Deine Dichtkunst gleicht dem ständigen Fließen des Wassers des Ganga. Ich kenne niemanden auf der Welt, der sich mit dir vergleichen kann. Bhavabhuti Jayadeva Arakalidasa Tansavara Kavi Kavitve Achedo Sera Prakasha. Selbst in den Werken solch großer Dichter wie Bhavabhuti, Jayadeva und Kalidas gibt es viele Beispiele von Fehlern. Doshaguna Vichara Eha Pakarimani Kavitva Karanesa Shakitanha Se Vakali. Solche Fehler sollten als unwesentlich betrachtet werden. Man sollte nur sehen, wie solche Dichter ihre dichterische Macht entfaltet haben. Jetzt kommt eine Erläuterung. Im Srimad Bhagavatam 1.5.11 heißt es: Tattva visarvojanataga viplavo yasmin prahishlo shlokam arathayatiyapi namani anantasya yasho nikaniyat shinvanti gayanti krinanti sarvaha. Bei der Erklärung der Herrlichkeit des Herrn mögen unerfahrene Männer Dichtung mit vielen Fehlern verlassen. Doch weil solche Dichtung Lobpreisung des Herrn enthält, lesen große Persönlichkeiten sie, hören sie und chanten sie. Trotz geringfügiger literarischer Schwächen muss man Dichtung mit Bezug auf den Wert ihres Inhalts studieren. Der Vaishnava-Philosophie zufolge ist jedes Schriftwerk, das den Herrn lobpreist, ganz gleich, ob es einwandfrei geschrieben ist oder nicht, erstklassig. Hierbei sind keine anderen Überlegungen notwendig. Zu den dichterischen Werken von Bhavabhuti, der auch unter dem Namen Sri Kanta bekannt ist, gehören Malati, Madhava, Uttara Charita, Vida Charita und viele andere ähnliche Schauspiele in Sanskrit. Dieser große Dichter wurde während der Zeit Bhojarajas als der Sohn eines Brahmanas namens Nilakanta geboren. Kalidas lebte während der Zeit Maharaj Vikramadityas. Und er wurde der Staatsdichter. Er verfasste um die 30 oder 40 Theaterstücke in Sanskrit, wie zum Beispiel Kumara Sambhava, Abhijana Sakuntala und Megha Duta. Sein Schauspiel Raghu Bangsha ist besonders berühmt. Jayadeva haben wir bereits im 13. Kapitel des Adi Lila beschrieben. Kann sich noch jemand daran erinnern? Ja? Kann sich noch daran erinnern? Ja. So ein interessanter Punkt. Interessanter Punkt ist nämlich, ne, wenn jemand ernsthaft ist und Devoti ist und sich bemüht, den Herrn Lob zu preisen, dass man seine grammatischen oder orthografischen Fehler nicht überbewerten sollte. Ja, es geht um die Essenz. Und das ist im Grunde erstmal sehr beruhigend für uns. Wir sind im Grunde überhaupt nicht geschult oder hochgebildet. Und deshalb ohne Zweifel beginnen wir sehr viele Fehler. Aber die Essenz ist das Wichtigste. Ja, das heißt, das Bewusstsein ist das Wichtigste. Und deshalb, wenn diese Personen ein reines Bewusstsein haben, Krishna wusste, und sich demütig und aufrichtig bemühen, den Herrn Lob zu preisen, dann sollte man die ganzen sogenannten Fehler nicht überbewerten.
Und das ist die Aussage Chaitanya Mahaprabhus. Ja, er versucht den Dikvijay, den großen Gelehrten, versucht er zu ermutigen, anstatt ihn zu ermutigen. So, dann kommt der nächste Vers, jetzt wieder ein paar Verse ohne Erläuterung. Shaisava chapalya kichuna labhyamara shishyera samana muni na hantumara. Ich bin nicht einmal geeignet, ein Schüler zu sein. Nimm daher gütigerweise irgendwelche kindischen Unverschämtheiten, die ich gezeigt habe, nicht ernst. Hare Krishna. Ajivasa yahe kali miliba avara sunivato mara uke shastrena vichara. Bitte kehre heim, morgen mögen wir uns wieder treffen. Und dass es mir vergönnt sei, Erörterung der Shastras aus deinem Mund zu vernehmen. Ema teni jagade gila duijana kaviratri kaira saraswati aradana. So kehrten sowohl der Dichter als auch Chaitanya Mahaprabhu heim. Und in der Nacht verehrte der Dichter Mutter Saraswati. Saraswati svapone tandre upadesha kaira shakshadishvara kari prahuke janila. In einem Traum gab ihm die Göttin über die Stellung des Herrn Auskunft. Und der Meisterdichter konnte verstehen, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu die höchste Persönlichkeit Gottes selbst ist. Prate asi Prabhupada la lila sharita. Prate asi Prabhupada la lila sharana. Prabhu kripa kaira tandra kandila bandana. Am nächsten Morgen kam der Dichter Suchi Chaitanya Mahaprabhu und ergab sich sein Lotuswissen. Der Herr segnete ihn mit seiner Barmherzigkeit und zerschnitt seine Fesseln an materielle Anhaftungen. Eine kurze Anordnung. Der gleiche Vorgang, für den Sri Krishna in seinen Lehren der Bhagavad Gita, wie sie ist, eintritt. Ergib dich unter allen Umständen mir, wurde von Sri Chaitanya Mahaprabhu befürwortet. Der Meister ergab sich dem Herrn und der Herr segnete ihn. Wer die Gunst des Herrn erlangt, ist von materieller Bindung befreit, wie es in der Bhagavad Gita 4.9 bestätigt wird. Tyaktva diham puna janma naiti mam iti sojana. So, wer Krishna versteht, da hast du nochmal eine Frage zugestellt. Weil dieser Vers bezieht sich auf Janma, Kalma, Tamadini, und so weiter, die wird geteilt. Chaktvadiham Puna Janma Naitimam. Wo Krishna sagt, wenn man das transzendentale Wesen meines Erscheinens und meiner Aktivitäten kennt, wird nicht mehr wiedergeboren, sondern erreicht mein ewiges Reich. Janma, Kalma, Tamadivyam. Es ist nicht damit getan, dass man einfach nur jemandes Erscheinen oder Geburt und Aktivitäten versteht, sondern im Fall Chaitanya Mahaprabhus oder Krishnas, wie Krishna selber zum Ausdruck bringt, im Bhagavad Gita, sind die Aktivitäten Krishnas keine gewöhnlichen Aktivitäten, sondern Divyam, transzendentale Aktivitäten. Alles, was mit Krishnas Geburt und Aktivitäten zu tun hat, ist unvergleichlich in der materiellen Welt. Wenn Krishna erscheint, erscheint er nicht gezwungen durch Karma in einer bestimmten Familie zu erscheinen, sondern er erscheint durch seinen eigenen sweet will, durch seinen eigenen süßen Willen. Und wenn Krishna erscheint, erfüllt er so viele verschiedene Aufgaben. Und eine der Aufgaben ist, dass er seine unbegrenzte, unbegreifliche Barmherzigkeit den bedingten Seelen zuteil werden lassen möchte. Weil Krishna ist sehr barmherzig. Und er kann es nicht, er toleriert es nicht,
so viele rebellische Seelen in der materiellen Welt leiden zu sehen. Ja, das ist die ganz große, wie sagt man, außergewöhnliche Barmherzigkeit Krishnas. Als einer der Gründe. Ja, aber er erscheint aus vielen Gründen. Ja, da gibt es ein bisschen leichter zu verstehende Gründe und gibt es ein bisschen esoterische Gründe. Ja, so, das heißt, wenn Krishna erscheint, erscheint er nicht gezwungen wie wir. Ja, wir haben in den ganzen letzten Klassen immer wieder gehört, dass wir das, oder Prabhupada hat uns erklärt in der Erläuterung, dass wir gezwungen werden in allen Dingen. Wir sind im Grunde nicht frei, nicht wirklich frei. Unsere wirkliche, unsere sogenannte Unabhängigkeit, die wir haben, ist so winzig. Im Grunde besteht sie nur darin, uns für Krishna zu entscheiden oder gegen Krishna zu entscheiden. Und je nachdem, welche Entscheidung wir fällen, läuft alles automatisch ab. Läuft alles automatisch ab. Die Erscheinungsweisen kontrollieren uns. Die Erscheinungsweisen, genau wie Paul das Beispiel gibt mit den Ochsen, ne, den man kontrolliert, ne, indem man ihn, das sieht man hier vielleicht nicht so, aber in Südamerika arbeiten die Leute noch viel mit Ochsen. Ne, und wie sie kontrollieren, die machen einen Ring in die Nase. Und wenn sie diesen Ring in der Nase haben, dann werden diese riesigen Wesen werden kontrolliert. Und genauso Elefanten auch. Elefanten sind riesige Lebewesen, die sehr schwer zu kontrollieren sind. Aber wie die kontrollieren, die haben sie ein ganz besonderes Instrument. Wenn er sich auf den Rücken sitzt oder auf den Hals sitzt von dem Elefanten, dann hat er dieses Gerät und drückt ihn hinter die Ohren und so. Ne? Da sind Elefanten unheimlich empfindlich. Und in der gleichen Weise werden wir auch kontrolliert, ne, durch unsere Sinne, die den Sinnobjekten völlig untergeordnet sind, völlig kontrolliert werden von den Sinnobjekten. Und entsprechend zu den Erscheinungsweisen, in denen wir uns befinden, entwickeln wir ganz bestimmte Charakter, wie sagt man? Charakter, ganz besonderen Charakter. Das ist sehr ausführlich und sehr detailliert beschrieben wird, in der Bhagavad Gita zum Beispiel. Wenn wir uns unter dem Einfluss der Scheinheit und Unwissenheit befinden, werden wir verrückt. Ja. Wir haben aber noch gar keine Kenntnis von unserem wirklichen Selbstinteresse. Völlig entartet. Und wenn wir unter der Scheinheitsweise der Leidenschaft befinden, haben wir unbegrenzt viele Wünsche zu genießen. Wir sehen alles vom Standpunkt des Sinnes. Wir sehen uns selbst im Zentrum, oder beziehungsweise unseren Körper im Zentrum, unsere Identifikation mit dem Körper. Wir stehen im Zentrum, wir sind die Wichtigsten von allen. Wir wollen immer Eindruck schenken, wie sagt man das? Eindruck schenken. Und so weiter. Und vor allen Dingen wollen wir immer das andere Geschlecht beeindrucken. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dreht sich alles daran. Punkt Sangstiya mit Tunibaba und Tony. Da heißt es, Punkt Sangstiya, dass diese Anziehung zwischen Mann und Frau, Punkt Sangstiya, Stiya ist die Frau. Ist praktisch die Grundlage unserer materiellen Existenz. Das ist praktisch das, was uns hier festhält, auf der materiellen Ebene. Diese Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern. Und wenn diese Anziehung da ist, dann werden so viele Sachen wichtig. Zum Beispiel unsere Familie wird wichtig. Unsere Vorkommen, oder Vorkommen, sagt man das? Vorkommen? Vorfahren. Unsere Vorfahren werden wichtig. Dann, um das Ganze zu erhalten, ist das Geld sehr wichtig. Kshetra, ne? Das heißt, ich habe gerade den Klassiker Gokawas darüber spricht, wie wichtig es in der vedischen Kultur Kshetra, dass man nämlich einen Platz hat, dass man Land hat, auf dem man produziert, alle Notwendigkeiten produziert. Prabhupada erklärt in dieser Klasse, sagte, dass in der vedischen Kultur lebten die Menschen nicht in den Großstädten, sondern die hatten ihr eigenes Land. Und waren unabhängig. Die waren selbst, wie sagt man das?
Die waren Selbstversorger. Und wenn die ein bisschen mehr produzierten von irgendwas, dann tauschen sie mit denjenigen, die Sachen produzieren, die sie nicht selber produzieren. Das heißt Kshetra, Kutapta Vidai, das heißt die ganzen Vorkommen, die ganzen Familienmitglieder und so weiter werden sehr, sehr wichtig. Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und erscheinungsweise der Tugend. Da erklärt uns Krishna, jeder eine der Qualitäten eines Menschen, der erscheinungsweise der Tugend, ist Glück. Glücklich, die sind glücklich. Die sind glücklich, das heißt, die haben einfach den Durchblick. Die wissen, was notwendig ist, was nicht notwendig ist, was man tut, was man nicht tun darf und so weiter. Und weil sie sich in dieser Erscheinungsweise befinden, sind sie glücklich. Und oftmals ist es auch so, dass dieses Glück sie daran hindert, sich völlig zu ergeben. Weil sie angehaftet sind an ihre Position, an ihr eigenes Glück. So diese Erscheinungsweisen sind sehr, sehr stark. Und wir können sie nicht überwinden. Es sei denn, wir suchen Zuflucht bei den Lotusfüßen Krishnas. Ich weiß nicht, ob ich mich da hingelangt bin jetzt. Achso, Janma Karma. Das heißt, die Aktivitäten Krishnas, die Geburt Krishnas, keine gewöhnliche Geburt, sondern Krishna erscheint, wenn er es wünscht. Aber zur gleichen Zeit, obgleich Krishna völlig unabhängig ist, in allen seinen Entscheidungen völlig unabhängig ist, hält er sich auch an ein System. Weil Krishna sagt, der Bhagavad Gita, was immer ein großer Mensch tut, normale Menschen folgen seinem Beispiel. Das heißt, wenn man eine Position hat in der Gesellschaft, dann ist es nicht nur wunderbar, wenn man immer im Zentrum steht und so weiter, sondern man hat auch zum Langzeit eine große Verantwortung. Und das ist das, dass man ein Beispiel geben muss. Und das sagt Krishna über sich selbst auch. Wenn ich nicht das Beispiel geben würde, würde die Menschheit in die Irre gehen. Und deshalb erscheint Krishna auch in einem bestimmten, wie sagt man, Rhythmus. Und er hilft uns auch, ihn zu identifizieren. Dass wir genau wissen. Deshalb sind all die großen Erscheinungen, oder besonders die Avatars, die werden in den Shastras vorhergesagt, um uns zu beschützen vor Betrug. Zum Beispiel sagt Chidar Power in dieser Beziehung, er sagt, in Indien ist täglich ein neuer Gott. Dann steht täglich ein neuer Gott, mehrere neue Götter, die sich selber für Gott, zu Gott erklären. Wie sagt man? Zu Gott erklären. Aber dann sagt Chidar Power, das sind alles Betrüger. Und wie kann Power sagen, dass das alles Betrüger sind? Weil die Shastras sagen, dass es in Kali Yuga keine Avatars gibt. Da gibt es nur Kalki-Avatar. Und Kalki-Avatar erscheint zum Ende des Kali-Yugas. Das heißt, mit anderen Worten, wenn jemand kommt und sagt, ich bin Gott, in Deutschland ist das nicht üblich, aber in Indien ist das üblich. nach dem, was uns Prabhupada erklärt hat, sollten wir sofort verstehen, oh, ein neuer Betrüger. Schon wieder ein neuer Betrüger. Das heißt, ne, Krishna ist selber im Herzen, gibt uns die Information, dass wir nicht betrogen werden. Und wenn Krishna erscheint, sind auch seine ganzen Aktivitäten, sein Jana, Karma, seine Aktivitäten sind auch nicht von dieser Welt. Und Krishna hat das auch bewiesen in verschiedenen Beispielen, dass er ganz besonders ist. Ja, deshalb sagt Prabhupada, erklärt oft, dass wenn jemand sagt, ich bin Gott, ja, dann heb doch mal so ein Govardhan Hügel hoch, damit wir dich akzeptieren können. Dann hebt er mal seinen Govardhan-Hügel hoch. Und nicht mit Maschinen, sondern mit dem kleinen Finger der linken Hand. Nicht mal die rechte Hand. Wo man normalerweise stärker ist. Weil die hat Krishna nicht nur hochgehoben, sondern hochgehalten für 7 Tage und 7 Nächte. Einen ganzen Berg hochgehoben. Und er hat doch mal 16.108 Frauen. Ehefrauen. Das sind die Aktivitäten Krishnas. Und selbst schon als Kind hat Krishna so viele Dinge getan, die,
unvergleichlich sind. Mit Putana kämpfen zum Beispiel. Da heißt es, Putana, ne, war eine Wunder, eine Dämonin. Wie sagt man Deutsch? Dämonin? Ja, eine Dämonin. Die hatte Kansa nach Vrindavan geschickt. Er schickte immer regelmäßig Dämonen nach Vrindavan, um Krishna zu töten. Weil er gehört hatte, dass Krishna erschienen war, um ihn zu töten. Und dann schickte er Dämonen nach Vrindavan. Und so schickte er auch Bhutana, die nahm die Form einer wunderschönen Frau an. Diese großen Dämonen, wie sie beschrieben werden in den Shastras, die haben so viele mystische Kräfte. Auch Rakshasas, die haben so weit auch mystisch, die können ihre Form verändern. Die können plötzlich verschwinden. Oder die können plötzlich in einer ganz anderen Form vor dir erscheinen. Und so nahm Putana die Form einer wunderschönen Frau. Und sie kam nach Vrindavan. Und was ist so wunderschön, weil jeder wird beeindruckt von Putana. Und die respektierten sie. In der materiellen Welt, wenn jemand materielle Qualitäten hat, wird er hochgeehrt. Besonders in Kamiur. Hochgeehrt. Das ist auch eine Vorhersage im Srimad Bhagavatam. Dass man geehrt wird, wenn man sich einfach nur in rote Kleidung, oder Safran-Kleidung kleidet. Oder wenn man Geld hat, zum Beispiel. Geld ist ein ganz besonderes Mittel heute. Und wenn man Geld hat, öffnen sich alle Tore und alle Türen und überall hat man Zugang. Dann ist alles möglich. So, diese Dämonen, die nahmen die Frau in Form einer wunderschönen Frau an. Und alle waren sie beeindruckt. Aber sie war gekommen, um Krishna zu töten. Und so hatte sie Zugang zu Krishnas Schlafgemach, sagt man das? Krishnas Schlafgemach. Und mit der Absicht, ihn zu töten, niemand misstraute ihr. Sie hatte Zugang überall, weil sie so wunderschön war. Und dann nahm sie Krishna aus dem Bett. Und wollte ihn, wie sagt man das in Deutsch? Wie sagt man das? Oder hatte sie auf die Brust, hatte sie aber Gift gestrichen. Und als Krishna die Brust in den Mund nahm, sogar so stark an der Brust, dass er die ganze Lebensluft aus dem Körper sieht. Und nachdem das passiert war, kehrte Bhutana wieder in die ursprüngliche Form zurück. Eine gigantische Form, wie das im Krishna-Buch beschrieben wird. Eine gigantische Form nahm sie an. Und Krishna spielte auf ihrer Brust. Ein kleines Kind. Hatte sie getötet. Und die ganzen Bewohner von Vrindavan kamen und sahen das Unglaubliche. Sahen, dass ein riesen Dämon lag. Und dass Krishna einfach nur auf ihrer Brust spielte. Völlig unberührt war. So, das sind die Aktivitäten. Die zeigen, dass Krishna keine gewöhnliche Person ist. Denn da gibt es so viele mehr Geschichten in den 10 Kanton Srimad Bhagavatam. Wo die ganz speziellen Spiele Krishnas erwähnt haben. So, das ist nicht so leicht, Krishna zu verstehen. Und deshalb sagt Krishna Bhagavad-Gita, wenn man das transzendentale Wesen seines Erscheinens und seiner Aktivitäten kennt, wird man niemals gewinnen. Ist man in der Lage, all seine existenziellen Probleme zu lösen. Von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Das sind unsere wirklichen Probleme. Nicht, dass wir nicht genug Geld haben, dass wir genug Sinnbefriedigung haben, sondern dass wir geboren werden, dass wir alt werden, dass wir krank werden und sterben. Und das versuchen wir immer auszuklammern. Oder nicht zu zeigen. So werden zum Beispiel alte Menschen, die werden normalerweise versteckt. Die sieht man nicht so viel, besonders wenn sie sehr, sehr alt sind. Wir haben schräg gegenüber vom Tempel in Caracas in Venezuela. Das sind Altersheim.
und da ein schönes Wetter ist morgens, dann setzen sie sich alle raus im Garten. Was haben wir gesehen? Ja. Was im Garten? Ja, aber klar, wir waren im Garten. Zusammen. Anyway. Yeah. Und dann sitzen die da alle, ne? Aber nicht so, nicht, ja? Sondern. Ja. Und wie sieht man dann da? Die sind dann, das ist erschreckend, ne? Das sieht man normalerweise niemals. Ne? Und das sind solche Sachen, werden versteckt. Oder wenn zum Beispiel jemand stirbt auch, wenn jemand tot ist, wird er automatisch, das ist unsere Sitte, wird er automatisch bedeckt, damit man ihn nicht sieht, zu sehen braucht. Oder? Und zum Beispiel bei Unfällen auf der Straße oder so. Oder ich habe vor der Tempel in Caracas gesehen, der jemand ist geschossen. Ja, da wurde jemand erschossen. Ja, das ist ganz schön heiß da in Caracas. Ne? Wenn man auf dem Balkon sitzt, sieht man, wie Leute überfallen werden. Ja? Oder wie ja, und so weiter. Anyway, so der Punkt ist, dass nur diese alten Leute sieht man normalerweise nicht. Die sind versteckt. Und die werden ins die Altersheime geschickt. Oder ja, versteckt da sozusagen. Ja. Das ist ein großer Unterschied zur vedischen Kultur. Ja, dass nämlich die Familien erhalten bleiben. Ja, dass die Alten, das Vater und Mutter oder Großvater und Großmutter und so weiter, dass die weiter da sind. Ja, dass sie sich, dass die anderen Mitglieder der Familie um sie kümmern. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Auch die ganzen Familientraditionen sind sehr eindrucksvoll. Ja, hier sind wir stolz darauf, dass wir frei sind, dass wir, ne, wir haben eine Liebschaft oder eine kurze Zeit, wir haben sie mit, vielleicht sogar ein Kind, was dadurch entsteht. Und dann trennen wir uns und sind stolz darauf, dass wir frei sind, wir tun und lassen können, was wir wollen. Und so. Ja. Aber das ist unzivilisiert. Oder wie Paulus sagt, das ist Hunde, Katzen, Schweine, Esel, Gesellschaft. Das ist keine Menschheit. Anyway, so wenn Krishna erscheint, ist ein Erscheinen transzendental. Ja, zum Beispiel auch als Krishna erschien, in Janmastan. Janmastan ist in Mathura. Weil Krishna erschien, nicht in Vrindavan, sondern in Mathura. Ja, ihr könnt euch erinnern, ja, er wurde geboren in einem, wie sagt man, Gefängnis. Ja, im unteren Teil des Palastes von Kamsa. So. Und als Krishna erschien er mit vier Armen und er erschien wie Narayan. Narayan, das ist ein Kind, Narayan sozusagen. Ja. Um klarzustellen, dass er keine gewöhnliche Person war. Und dass die Yashoda, Devaki und Vasudev, die waren beeindruckt davon. Was ist denn das für ein Kind? Was haben wir denn für ein Kind? Und weil das Narayan war, Narayan, die Beziehung zu Narayan ist nicht wie die Beziehung zu Krishna. Ja, die Beziehung zu Krishna ist mehr vertraulich, mehr direkt. Während Narayan ist, wird verehrt in einer majestätischen Form. Ja, das heißt, immer ein Abstand da. Und deshalb konnte Devaki und Vasudev, die konnten, denen fehlte diese Beziehung, ne, die man normalerweise zum neugeborenen Kind hat. Aber Krishna schien in dieser Form, um klar zu sein, dass er kein gewöhnliches Kind hat. Und als er sah, dass seine Eltern so gestört waren durch diese Beziehung, ne, er nahm Krishna wieder die Form eines gewöhnlichen Babys hin. Und sofort nahm sie ihn. Nahm sofort den Arm. Und so. Dann ist das Erscheinen Krishnas. Und seine Aktivitäten haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Anyway, so der Punkt ist, dass wir jetzt weiterlesen. Da haben wir alles schon gleich zum Schluss. Wer hat irgendwelche Fragen dazu? Ja, bitte.
Also du sagtest eben, Chaitanya Mahaprabhu hat diesen Meisterdichter unter vier Augen zurechtgewiesen. Ne? Und ich finde, das ist wieder mal ein Beispiel für Krishnas oder Chaitanya Mahaprabhus Feinfühligkeit. Ich finde diesen Stil, finde ich, Das hast du schon mal gesagt, ne? Genau. Und dasselbe. Das habe ich schon mal erwähnt, da warst du auch in der Klasse. Genau. Da hast du das Gleiche gesagt. Vor 3 Monaten oder so hatten wir darüber gesprochen, dass Indra von Krishna zurechtgewiesen ist und der hat das auch unter vier Augen gemacht. Ne? Ja, ja. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, siehst du, das ist einfach sein Stil. Auch mit Brahma hat er auch unter vier Augen gesprochen. Ja. Nachdem Brahma die Kinder und die Kellner gestohlen hatte, ja, traf er ihn auch unter 4 Augen. Ja. Man darf nicht nur kritisieren und die Mehrheit. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, ja, aber das, ich meine, es ist ganz anders als wie bei uns. Ne? Wir sind froh, wenn wir jemanden von vielen Leuten runtermachen. Also ne, auf der Arbeit, ne, Park, genau. In der Gespräch. Sehr wichtig. Ne? Sehr wichtig. Und hier ist es ganz anders. Ne? So, wie eben so vieles ganz anders ist in der spirituellen Welt. Ja, es ist alles zivilisierte. Genau. Und ich hätte, meine Frage wäre noch. Und nicht nur das, sondern das sind auch alles Beispiele. Krishnas Verhalten und seine, wie sagt man die? Dealing, wie sagt man Dealing in Deutsch? Benehmen? Ja, sein Benehmen ist Beispiel. Und ich würde gerne fragen, ich weiß nicht mehr, wer es war, bei einer Auseinandersetzung. Also ein Devoti mit einem Gelehrten, da hat der, ich weiß nicht, ob Chaitanya Mahaprabhu war, wollte ich jetzt nachfragen, der hat ja über das erste Wort vom Sloka 9 Tage gesprochen. Und dann hat der andere gesagt, okay, ich gebe auf. Ne? Noch nicht mal der erste Sloka, das erste Wort schon 9 Tage, ich kann nicht mehr. Ne? Und ich wollte fragen, war das Chaitanya Mahaprabhu oder war das Krishna? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht, auf was ich das beziehe. Ich glaube, das war der Admarama-Vers, ne? Admarama-Vers? Ja. Oder? Ich glaube, ja. Admarama. Da hat er 64 Erklärungen gegeben zu dem Vers. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Meine Frage, Krishna ist Krishna in Vrindavan und Vasudeva und Devaki. Aber Krishna mit 4 Armen gesehen und das ist der sogenannte Vasudeva Krishna. Was genau, wer ist genau was ist Krishna? Krishna? Weil Prabhupada auch hat gesagt. Mir reicht es, dass es Krishna ist. Ja, das hat alles, klar, das hat alles tiefe Bedeutung. So genau wie jedes Wort von Krishna tiefe Bedeutung hat. Sind auch sein ganzes Verhalten, alles hat alles tiefe Bedeutung. Ja. Und da gibt es so viele Kommentare von großen Acharyas über diese ganzen Details. Ja, aber ich bin ja nicht im Bild. Ja, wir müssen einfach weitermachen, das wird uns mehr und mehr alles offenbart. Früher oder später wird uns das offenbart. Durch Gemeinschaft oder durch dass wir die Bücher Krishna bewusster lesen, kommen mehr Details raus, mehr Details. Krishna offenbart sich mehr, weil er uns mehr vertrauen kann, gibt uns mehr und mehr Informationen. Ja. Das Krishna-Bewusstsein ist unbegrenzt. Es wird tiefer und tiefer und tiefer. Und der wichtigste Punkt ist, wie wir gestern auch über die 3 Klassen von Devotis gesprochen, Uttama Adhikara und Paramahansa, der höchsten Ebene, dass nur wenn sich jemand auf der Ebene befindet, ist er unbegrenzt dämlich. Und er fühlt sich so unbedeutend, dass er jeden für fortgeschritten hält, dass er an sich selbst. Und auch gar nicht predigt, weil er sich für völlig unqualifiziert hält, zu diesen Menschen zu sprechen. Das sind alles für uns unbegreifliche Qualitäten. Wir kämpfen immer noch mit unserem Egozentrismus, wie sagt man Deutsch? Ne? Ego, ja. Oder unser falsches Ego und Stolz und so weiter.
Anstatt dass wir uns mehr und mehr selber berichtigen, suchen wir Fehler an anderen. Das ist ganz spontan, dass wir neidisch sind. Ne? Wenn wir jemanden kennen, dann suchen wir sofort Fehler. Ne? Ah! Was? Ist doch nicht so gut, wie er sich präsentiert. Oder sie. Ja, das sind alles Dinge, die, an denen wir arbeiten müssen. Und die wichtigste Arbeit, die wir machen, ist Hare Krishna, Hare Krishna. Mit der Haltung, wie wir chanten, machen wir auch alles andere. Und dann hängen wir uns von sie. Und wir sollten dankbar sein, dass wir die Heiligen Namen chanten. Wenn wir unsere Runden beenden, sollten wir unseren Dank zu Krishna, vielen Dank Krishna, dass du mich die heiligen Namen schenken musst. Vielen Dank. Hare Krishna. Nicht, wie viel fehlen hier noch? Bah, ne? Fünf Runden! Ah, Krishna, Krishna. Na endlich! Ah, ne? Das ist nicht die richtige Haltung. Sondern dass wir begehrig sind, die Heiligen Namen. Wie zum Beispiel Mutter Dara. Ne? Die ist sehr vertieft im Chanten der Heiligen Namen und im Kirtan. Ja? Oder? No. Ja, doch, doch. Sie sind alle inspiriert, die Gäste, die Devotees, ne? Wenn du die Kirtans leitest. Ja? Das hat das. Ich habe das Gefühl, das hat sie irgendwie irgendwann offenbart. Dann manifestierte sie sich als Ketanie. Vorher war sie so mehr oder weniger versteckt da in Mörs. Und man sah sie selten. Und ab und zu haben wir mal ein Programm gemacht da und so. Dann hat sie auch gesungen. Ah, ich bin Harmonium. Und jetzt, wo sie hier ist, ne, ist sie bekannt dafür, dass sie der Tempel Kirtani oder die Tempel Kirtani ist, ne, oder? Und so gibt es viele Dinge im Krishna-Bewusstsein, die wunderbar sind, wenn man die Wohnung wird und diese besonderen Qualitäten entwickelt. Ne? Nur zum Beispiel du, ne, du kamst selten vorher. Ne? Kam selten vorher. Man sah dich mal alle paar Monate oder so, sah man dich. Ne? Jetzt kommt er schon regelmäßig. Ne? Pah! Vorsicht! Ne? Dass du nicht süchtig wärst. Ne? Ja, Chirpabadke! Jai! Jetzt habe ich ganz den Husten vergessen, bin in der Klasse. Jetzt, wo die Klasse fertig ist, fange ich wieder an zu husten.